Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es wieder mal das große Nachbau Deluxe Battle, heute in der Teddy gegen Susu Variante. Das Ganze ist eine Stunde Rohmaterial, in dem wir gegeneinander 1 gegen 1 angetreten sind. Ich habe das Ganze wieder für euch runtergecuttet auf eine angenehme Länge. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem Battle und ansonsten sehen wir uns auf twitch.tv/derteddybär wieder, Link unten in der Beschreibung oder halt nächste Woche Dienstag hier auf YouTube und dann noch viel Spaß mit dem Video. So kann fallen. Also ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Aufnahme läuft, Herr Teddy. Lass mal knack. Ach, fliegen dürfen wir nicht, ne? Nee. Oh Gott. Minions. Oh Gott, nein. Ist das dein Ernst? Hätte ich ja fast richtig gehabt. Okay, geht's direkt los? Ich würde mal sagen, ja. Okay, dann here we go. Ich kann nicht leise sein, also... Ja klar, wenn ich nicht rede, bin ich leise, ne? Ah ja, Trick 17, einfach nichts sagen. Viel Spaß, ja, ich nehme Spaß, du nimmst Glück. Na, hättest du wohl gern. Eddie, wer ist denn jetzt hier? Hallo, ich bin der Eddie. Jetzt lenkt er mich schon hier ab. Ja, logisch. Muss ja auch fair zugehen. Achso, aber ich sehe ja da im Stream hier links, da sehe ich ja, dass ich schon weiter bin. Von daher keine Panik auf der Titanic. Wie kannst du denn schon weiter sein? Ja, ich bin halt kein Rentner. Aha. Aha. So einer bist du also. Jetzt brauchst du erst Gelb. Fräulein, lass mich frech da drüben. Fräulein ist gleich fertig hier. Digga, guck dir das mal an. Der schummelt doch. Also ich bin jetzt mit meinem ersten Minion fertig. Wie sieht's bei dir so aus? Ja, ich komme schon in die Höhe. Die Höhe kann ich fast schon ein bisschen. Bin ich gut, oder? Bin ich gut, oder bin ich gut? Du bist scheiße! Du bist scheiße! Also, ich fang grad... Ich bin gerade bei den Schuhen vom zweiten.
Echt? Ja. Ich bin immer noch beim ersten. Na, ist doch super. Sag mal, haben wir hier keine helle graue Wolle? Drei kleine Figuren? Hey, das sind doch nur zwei. Ach, da oben ist ja noch ein Herz. Ach. Ach du Scheiße. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ja, gerade wo sie sagt, zwei. Bist du immer noch beim ersten? Oh nein, nicht sprechen. Die hier stehen bei dir, gucken bei dir vor Ort zu. Bei mir sind 3, 4. Bei mir steht hier, also ich sehe ja keinen. Oh, da habt ihr den Teddy alleine gelassen. Naja, der Teddy braucht auch keine Zuschauer, damit er sich besser fühlt, ne? Oh, der war fies. So, ich mal tu mal hier ein paar Musikwünsche noch mal hochschieben. Die Zeit habe ich ja. Ja, Melly, das ist Fakt. Also ich um Augen bauen, das ist eine reine Katastrophe. So. Melly sagt uff. Warum sagt Melly uff? Die war wohl gerade bei dir. Warum? Haben Scheiße gemacht, oder? Bestimmt. Was ist denn hier falsch an den Füßen? Da ist ja nichts falsch. Oder sind wir jetzt gleich auf? Naja, gleich auf. Wenn du den zweiten Minion schon zur Hälfte stehen hast, dann ja. Ja, hab ich fast fertig. Na dann. Ist ja kein Problem. Let's go now.
Will Melli was von mir oder was? Aha, Teddy, ja, la 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 la. Teddy hat Scheiße gebaut. La 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 la. Na, so direkt hat sie das nicht gesagt, ne? Beim Chicken ist die Frau Chicken aufgetaucht. Oh, ey. Das muss aber kurz weg. Ah, man kennt's. Ein Einzelchat. Wer kennt's? Ja, so so nicht, Chicken lol. Vorsicht, Fräulein. Ah, Teddy, dann sagst du alles richtig hier, ja, ja. Jetzt geht's aber los. Jawohl. Ich brauche hier erstmal schön in Ruhe alles. Du denkst, du hast auch... Ja, 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 so einer. So ein Teddy. So ein Susu. Ja, Melli lacht gerade nur über Teddy, der hier nur Fehler macht. Ja, ja. Na, Teddy hat wenigstens schon mehr gebaut als der Alte da drüben. Na, wenigstens bin ich schon mit der Figur fast durch. Mit der ersten? Mit der zweiten? Ja, okay, da bin ich auch. So gut wie durch. Na, ja, guck. Guck mal die ganze Erde-Scheiße da. Pfui! Die ganze Erde, das sehen für... Ja, oder ich einmal hochgebaut. Ihr lacht nachher auf, wenn ich euch das sage. Oh, oh. Ich weiß, was ich vermute. Dass wir beide, glaube ich, irgendwo den gleichen Fehler eingebaut haben. Sonst würdest du das nämlich nicht sagen. Ah, ich finde ihn dann zuerst und dann ist wieder alles in Ordnung. Teddy? Ja. Ich bin am Saften und du? Ich bin am Chillen. Ah. Mit deinen 5 Ventilatoren wetten. Was für. Ich wüsste kein einziger. Echt nicht? Nö. Ich hab gar nichts hier. Ich bin so am Saften, Alter. Ne? Aber ich bin ja auch nicht so dumm und hol mir eine Dachgeschosswohnung. Richtig? Nö, alles falsch.
Oh nein! Was redest du da eigentlich? Von was laberst du da eigentlich? Der Chat weiß, was ich hier meine. Mit Nippel und so. Der sieht das ja, was ich hier meine. Hä, ich sehe einen. Teddy, Ruhe. Ich weiß zwar nicht, von was du hier laberst, aber. Der Chat weiß hier ganz genau, was ich hier meine. So, das Herzchen habe ich schon mal fertig. Ah, du kannst es nicht vermeiden, hier fünfdeutig zu reden und zu denken. Also, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Was du so baut, eine Sandwand, was? Achso, ja, was warst du denn da? Warst du eine Mauer oder was? Ruhe, Bums. Ich wollte springen, das hat jeder gesehen, Melly. Ich glaube, der wollte schummeln. Nein, ich bin da gerade aus Versehen geflogen. Na, jetzt rufen wir erstmal deine Eltern an. So, ich wäre jetzt fertig, aber ich schaue nochmal wegen Fehlern. Weil was Melly da vorhin gesagt hat, weil ja nicht. In der Mitte brauchst du die Erde nicht wegmachen, ne? Ja, ich guck gerade zum Kontrollieren. Damit ich. Ich denke mal, auch wenn du nur einen Stein vertauscht haben solltest. Ja, da hat Urmurk auch schon nur rumgeheult, deswegen. Ja, das mit sich. Also, wenn Melly schon so ankommt, dann ist da mit sich ein Fehler drin. Ein Bauch. Ja, dieses Psychospielchen habe ich schon hinter mir. HGW, sag ich doch! Auf jeden Fall, HGW, Teddybär! Und jetzt können wir auch beide fliegen. Das heißt, wir können mal eben Melly helfen, die ganze Erde wieder wegzuballern.